Wir haben mal wieder eine Eilmeldung, bei der sich mir tatsächlich die Zehennägel hochrollen, wenn man das so ausdrücken will, denn es wird eine weitere Steuer gefordert. Das ist ja nichts Neues. Bisher betrifft das auch in Anführungszeichen nur die Strategen der Deutschen Bank. Die Sache ist allerdings, wenn unsere Damen und Herren Politiker das spitz kriegen, dann werden sie das wahrscheinlich ziemlich geil finden. Das bedeutet, im allerschlimmsten Fall kommt dieser Gedankenfurz wirklich in Form eines Gesetzes daher. Vermeldet hat das nun die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich habe es euch natürlich unten verlinkt. Denn ohne Scheiß, nun werden bereits erste Stimmen laut, die doch eine Steuer aufs Zuhausearbeiten einführen wollen. Steuern für Homeoffice. Denn es wäre ja nicht für jeden eine Bürde oder eine Last. Es gibt ja auch Leute, die finden das ganz gut. Die ziehen ja da Vorteile daraus, dass sie nicht täglich zur Arbeit fahren müssen, sondern von zu Hause arbeiten dürfen. Und überhaupt haben sie ja auch finanzielle Vorteile dadurch. Denn beispielsweise Transportkosten fallen ja weg. Und es fallen Kosten für eine Reinigung weg. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie das funktionieren soll, denn für gewöhnlich muss ich meine Sachen, wenn sie dreckig sind, unabhängig davon, ob ich irgendwo anders hinfahren muss oder nicht, waschen, weil zu Hause werden sie halt auch dreckig, weil ist halt so, muss man nicht erörtern. Ob man nun an einem anderen Ort sitzt und die Jeans das dritte, vierte Mal anhat oder zu Hause sitzt, irgendwann muss man sie halt waschen. Das bedeutet, das sind die gleichen Kosten jetzt, wenn man da ein bisschen logischer rangeht und weniger ideologisch verblendet und als Geldumverteilungsfanatist, denn genau darum soll es gehen. Menschen, die freiwillig zu Hause arbeiten im sogenannten Homeoffice, ich kann diesen neumodischen Begriff nicht ausstehen, ich kann das nicht mehr hören, also ist doch Schwachsinn. Die Leute hocken zu Hause am Küchentisch, im Bett, was weiß ich wo und arbeiten halt da, Punkt, aus, Ende. So, die das freiwillig machen, sollen nun 5% Abgaben entrichten, die dann mal wieder umverteilt werden sollen an Unternehmen oder Leute, denen es nicht so gut geht. Also was ist denn das für ein sozialistischer Scheißdreck? Wir sind ohnehin das federführende Land, was Abgaben in Europa angeht. Sogar weltweit sind wir im absolut obersten Drittel angekommen, was Steuern angeht. Wir zahlen immer noch Schaumweinsteuern zum Erhalt der kaiserlichen Flotte, wohlgemerkt. So, das bedeutet, es gibt kaum ein Land, eigentlich fast gar kein Land, ich glaube weltweit sind wir auf Platz 3 oder so, das höhere Abgaben hat als die gemeine Pötel hierzulande in Deutschland. Die Leute lassen sich das gefallen, man schreit sogar noch mehr Steuern und möchte ja nun auch noch eine CO2-Abgabe haben, also im Prinzip eine Atemluftsteuer. Und dann denkt sich offensichtlich ein Berater der Deutschen Bank, ja so eine Zuhausearbeitensteuer wäre doch auch ganz geil, denn die Vorteile, die Menschen haben, da kann man ja das Geld wieder irgendwo anders hin verschiffen, was weiß ich, nach Buxtehude, Nordostausbau. Sie meinten ebenfalls, dass ja weiterhin Gelder gespart werden, wie gesagt Transport und Reinigung hatten wir ja gerade schon, auch was wohl irgendwie Versorgung angeht. Die Sache ist, ehrlich gesagt, ist es für mich persönlich günstiger, in der Uni zu sitzen, als zu Hause was zu essen, weil die Preise, die ich fürs Einkaufen von Lebensmitteln zahle, sind deutlich höher als das, was ich für ein fertiges Gericht in der Uni zahle. Das sieht in einigen Kantinen wohl ganz ähnlich aus. Ich habe erst vorgestern die Preisliste der Bundestagskantine gesehen, da dachte ich auch, okay, ich zahle in der Uni meistens das Doppelte. Im Bundestag kann man teilweise für 4 Euro pro Gericht, Hauptgericht wohlgemerkt, speisen. Ja, das geht in der Uni auch, aber da ist eine gewisse Preisdiskrepanz vorhanden. Im Bundestag gibt es da halt dann Klöße und Rotkohl und sowas dafür. In der Uni kriegt man da halt Teller Nudeln für den Preis. Also ich frage mich ein bisschen, wie das sein kann, dass die Damen und Herren Parlamentarier offensichtlich die günstigste Kantine in Deutschland haben oder eine der günstigsten. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Mir geht es darum, dass man oft am Arbeitsplatz günstiger essen kann, als das zu Hause der Fall ist. Was die Strategen der Deutschen Bank ebenfalls nicht kapiert haben oder nicht kapieren wollen, das ist vielleicht außerhalb deren Sphären unterwegs, ist, dass viele Menschen, die zum Zuhausearbeiten verdonnert werden teilweise, weil sie es müssen. Klar, viele machen das freiwillig. Ich arbeite ja auch regulär zu Hause, geht gar nicht anders, weil ich mache halt Bildbearbeitung, brauche ich meine eigene Software und sowas für. Aber die Leute, die jetzt wegen der Zombie-Seuche nach Hause geschickt wurden, die mussten teilweise einiges neu anschaffen. Beispielsweise Technologien, Computer, Internetzugänge, ein Telefon. Das sind alles Mehrkosten, die sie normalerweise nicht hätten, wenn sie nicht zu Hause in der Bude hocken müssten wegen der Zombie-Seuche. So, all das sind Kosten, die man ja nun wirklich nur sehr, sehr schwer als Gewinn verbuchen kann, denn die werden oft vom Arbeitnehmer selbst getragen. Traurigerweise ist das so. Das kam im FAZ-Artikel allerdings mit keiner Silbe vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Damen und Herren Bankenbonzen nicht kapieren oder gut, das ist halt außerhalb deren, die schweben in höheren Sphären, drücken wir das so aus. Die haben da keine Berührungspunkte mit dem allgemeinen Leben, würde ich einfach schätzen.
Denn anders lässt sich für mich nicht erklären, dass man jetzt tatsächlich versucht zu suggerieren, die Leute, die zu Hause arbeiten würden, die würden ihr Geld sparen, die jetzt wegen der Zombie-Seuche zu Hause wären. Nee, in der Regel ist es anders. Ja, die sparen vielleicht ein paar Fahrtkosten, da kommt es dann drauf an. Einige haben ja sowieso so Berufstickets, die sind ja nochmal günstiger. Insgesamt allerdings, ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen, soll ja eine Eilmeldung sein, insgesamt allerdings dürfte sich das wohl gleich aufwiegen. Und dass man da jetzt um die Ecke kommt und 5% mehr Abgaben will auf ohnehin schon im 70%-Bereich liegenden Abgaben in Deutschland, da frage ich mich, wo soll das enden? Also will man den Leuten das letzte bisschen Geld noch aus den Rippen pressen, was sie irgendwo noch haben, damit man es dann wieder brav umverteilen kann, was wahrscheinlich sowieso nicht da, niemals dort ankommen wird, wie man es jetzt so schön versucht gesellschaftstauglich zu verkaufen. Denn wie war das? Steuern dürfen nicht zweckgebunden sein. Wird also nichts mit eurem, wir nehmen es den zu Hause arbeitenden Privilegierten weg und geben es denen, die es weniger gut haben. So läuft es nicht. Das bedeutet, das sind Gelder, die fließen komplett, so wie sie sind, in die Staatskassen und die können damit schalten und walten, wie sie gerade Bock drauf haben. Das bedeutet, das Geld kann dann auch für einen neuen Flughafen ausgegeben werden, der mit 30 Jahren Verspätung ans Netz geht oder so. Mit dem Geld kann sich irgendein Minister da sich ein schönes Leben machen. Ist ja auch egal, müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Das Geld wird nicht zweckgebunden für irgendwas eingesetzt. Also ist wohl eher ein Wunschdenken, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, aber damit helfen wir doch denen, denen es nicht so gut geht. Nee, damit schadet ihr denen, die noch ein bisschen eigenes Geld verdienen, die noch irgendwo einen Job haben, die noch ein klein wenig Kapital besitzen, in Anführungszeichen, die noch nicht am Hungertuch nagen, die noch nicht in die Insolvenz geschlittert sind, die noch nicht am Monatsende Pfandflaschen sammeln müssen, um, ich weiß nicht, sich bei der Regierung einzuschleimen oder so, da kommt das ja mal ganz besonders gut, so neue Steuern, da klingeln die Kassen, da rennt man offene Türen ein bei den Damen und Herren, naja, Staatsangehörigen, aber alleine dieser Einwurf, wir brauchen jetzt noch eine 5%ige Homeoffice-Steuer, also es reicht doch langsam. Wer soll denn den Schwachsinn noch ernst nehmen? Geht's den Menschen in dem Land noch nicht scheiße genug? Muss man da noch mehr Geld anderen aus der Tasche ziehen? Mit fadenscheinigen Argumenten? Ja, offensichtlich muss man das. Damit disqualifiziert sich die Deutsche Bank selbst. Angeblich wäre es ja so, dass das Zuhausearbeiten insgesamt mehr Vorteile als Nachteile hat. Erzählt das doch bitte mal den Eltern, die vielleicht mit einem kleinen Kind irgendwo sitzen, wo ja dann möglicherweise der Kita-Platz wegbricht oder die Tagesmutter das nicht mehr übernehmen kann aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht eine kleine Wohnung haben und die dann alle beide 8 Stunden lang konzentriert da irgendwo zu Hause arbeiten sollen. Es ist eine reine Farce, was hier für ein Schwachsinn mal wieder versucht werden soll, gesellschaftsfähig zu machen. Letztendlich zu unser aller, auf unser aller Kosten. Traurigerweise ist ja noch nach wie vor nicht absehbar, wie schaut es denn in einem halben Jahr mit der Wirtschaft aus. Es kann gut sein, dass sie ihre Lockdown-Fantasien noch weiter spinnen. Das bedeutet, es ist auch nicht unbedingt abwegig, dass viele Unternehmen demnächst mal wieder nicht mehr arbeiten dürfen. Dann schlittert ihr ebenfalls in den Bereich der Zahlungspflichtigen und dann verliert ihr halt noch mehr von euren Einnahmen. Dann frage ich mich, warum die Menschen in dem Land überhaupt noch arbeiten gehen sollen. Um über ein Dreiviertel des erarbeiteten Geldes in andere Taschen zu schieben, um es anderen in den Arsch zu blasen. Also da ist es dann für viele wahrscheinlich lukrativer, überhaupt gar nicht erst zu arbeiten. Wenn man das möchte, wenn man eine, in Anführungszeichen, Schmarotzergesellschaft züchten möchte, da sind solche Vorstöße ganz besonders toll, denn einer Leistungsgesellschaft steht sowas absolut im Wege. Warum Leistung erbringen, wenn ich es abgeben muss? Sehe ich keinen Sinn drin, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht.